Was geht, Leute? Doki's back und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meine Klassen zeigen. Sehr viele haben danach gefragt. Und ja, dann dachte ich mir, es wird mal Zeit, dass ich euch meine Klassen zeige. Und ja, wollen wir nicht lange rumschnacken. Geh mal in this game rein hier. In this shit, you know what it is. Wie ihr seht, das ist mein Hauptaccount. Bin ich auch schon Level 1000. Und bevor ich euch meine Klasse zeige, wollte ich hier noch kurz was sagen an die Leute, die jetzt neu dieses Video quasi hier sehen oder mich allgemein neu sehen. Ich streame öfters und mich würde es freuen, wenn ihr halt mitzocken würdet. Und das geht einfach halt ein. Das geht einfach halt alles klar. Auf jeden Fall könnt ihr hier dieser Gruppe beitreten. Und zwar heißt die Doki Army. Es sind bisher 56 Mitglieder. Schon eine recht nette Zahl, wie ich mal behaupten. Und viele schicken mir halt Freundesanfragen und ich mag es nicht, wenn ich so viele Freunde in meiner Freundesliste habe, weil dann spackt mir eine Playsee so rum. Alles wird so langsam und so alles. Auf jeden Fall tritt am besten in der Gruppe hier bei, dann habt ihr mich quasi in eurer Freundesliste. Aber halt nur in der Fake-Version, sag ich mal so. Und das war's, sollte es jetzt auch dazu sein. Und jetzt kommen wir mal zu den Klassen. Also, Klasse Nummer 1 ist meine Lieblingsklasse. Oh, warte mal, hier habe ich was vergessen. Mando. Und zwar so. Und zwar ist das meine Lieblingsklasse, die M8A7 Klasse. Das ist auch nebenbei meiner Lieblingswaffe. Und ja, Varix Visier, Leute, muss sein. Oder, nee, Varix sag ich. Ey Leute, was ist mit mir los? Ich bin voll verplant. Mit der LV Visier natürlich. Oder Reflex, wie ihr wollt, ich bin LV gewöhnt. Und zwar die M8 spiele ich mit LV-Visier, Schnellzielen, Schaft und Großkaliber, Schnellzielen, um in den Gunfights schneller in den Zielen zu kommen natürlich. Deswegen jetzt auch Schnellzielen, ach ja. Grüße gehen raus an Tyson. You know what it is, bro. Und hier spiele ich noch mit dem Schaft. Digga, Krankenwagen. Warum jetzt? Warum jetzt? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber soll derjenige einfach sterben? Oh, das war mies, ne? Das war mies, ich weiß. Es tut mir leid, Bro, wer immer auch da Hilfe benötigt. Boah, ich schleife schon wieder ab. Schaft habe ich jetzt auch noch mit dabei, um im Visier schneller unterwegs sein zu können. Und Großkaliber, um mehr Schaden zu geben, natürlich. Vielleicht immer den einen oder anderen Lucky One Burst in den Kopf. C4 muss sein, man kennt ihn. Nachbrenner, Plünderer und Taktikmaske. Plünderer halt, um einfach mehr Munition zu haben und immer wieder meine C4 zu haben. Nachbrenner einfach, weil ich oft am Springen bin. You know what it is. Taktikmaske, falls ich geblendet werde. Und dann komme ich schon zu meiner zweitliebsten Klasse, und zwar Manowar. Hier spiele ich eigentlich wieder mit LV-Visier, aber könnt ihr euch eigentlich auch suchen. Wieder schnell ziehen, Großkaliber und Schaft. Diesmal Secondary RK5 und C4, man kennt ihn. Nachbrenner, Plünderer. Das wird wahrscheinlich ein so kurzes Video sein. Ich werde jetzt nicht viel über die Klassen jetzt nochmal sowas sagen. Und hier haben wir nochmal meine VMP-Klasse. Mit 1, 2, 3, 4 aufsetzen. Schnell ziehen, Griff, Schaft, schnelles Magazin. C4, man kennt ihn. Nachbrenner und Plünderer. Könnt ihr natürlich übrigens alles hier nachmachen. Razorback muss auch sein. Ist auch eine recht geile Waffe. Schaft, Magazinerweiterung, Schalldämpfer und Schnellfeuer. Man kennt ihn. C4, Plünderer und Nachbrenner muss eigentlich. Ihr seht, Leute, ist immer eigentlich fast das gleiche hier. Bei den Sturmgewehren 4 Aufsätze. Also mit Visier 4 Aufsätze. Und dann halt noch entweder Secondary oder halt Taktikmaske oder sowas. Das ist immer das gleiche eigentlich. Hier könnt ihr jetzt auch die RK5 wegmachen und anstatt RK5 einfach eine Taktikmaske mitnehmen. Und hier ist eigentlich immer das gleiche hier, aber die Kuda, Alter, die ist meine Lieblings-MP der Zeit. Die geht unnormal ab mit der. So, wenn ihr die so spielt, Leute. Ihr seid einfach mächtig. Schnell 10, Schalldämpfer, schnelles Magazin und Schaft. C4, Nachbrenner, Plünderer. Und dann für die Leute, die etwas mehr Aim brauchen, sage ich mal so, da viel beim Aimen Probleme haben, so, habe ich nochmal eine MG-Klasse, eine LV, Schnellziehen, Schaft, Schnellfeuer und Magazinerweiterung, damit man hier schön die Kills machen kann. Diesmal, was? Kein C4?
Oh mein Gott. Ja, Leute, kein C4 bei der MG, bei der BRM. Und Nachbrenner und Plünderer. Dann habe ich noch eine Sniper-Klasse, falls ich irgendwie Just of Fun Sniper oder an die Typen, die im Face-Clan sind. Grüße gehen an den Face-Clan. Wahrscheinlich an den Face-Clan, oder? Ja, Locus, Magazinerweiterung, Schnellfeuer, Schaft. Ja, also Schaft könnte man jetzt auch zum Beispiel, keine Ahnung, schnelles Magazin nehmen oder so. Ja, schnelles Magazin wäre mir auch lieber. Schaft ist eigentlich unnötig. Dann habe ich noch RK5 mit schnelles Magazin, weil öfters benutze ich, wenn eine Nahkampfsituation ist, switche ich schnell um zu der RK5. Dann habe ich noch eine Kampfaxt. Ich weiß nicht wieso, Leute. Sniper-Klasse, Kampfaxt ist einfach wie das A und O. Ich spawne, zack, across the map werfen und was passiert natürlich? Daneben, beziehungsweise out of map geworfen. Man kennt ihn. Nachbrenner und flinke Hände. Und dann habe ich hier die Brecci-Klasse und mein Telefon klingelt, Jungs. Einen Moment, wahrscheinlich. So, kommen wir zurück zu der Brecci-Klasse. Zu der Puppenklasse natürlich, falls man welche abfacken will oder falls man einfach mal Just for Fun so spielen will, habe ich auf der Waffe drauf schnelles Magazin, Magazinerweiterung, langer Lauf und Schnellfeuer. So geht die unnormal krass ab. C4, Plünderer und Nachbrenner. Und ich habe letztens eine Montage hochgeladen mit der Weevil. Es folgen natürlich noch mehrere Montagen. Und da haben viele gefragt, wie spielst du denn die Weevil? Und an die Leute habe ich jetzt auch den Gefallen getan. Schnell ziehen, Griff, Magazinerweiterung und Schnellfeuer, C4, Nachbrenner und Plünderer, man kennt ihn. Und dann kommen wir jetzt auch zu der letzten Klasse, ICR, die spiele ich eigentlich kaum nie. Aber so Just for Fun kann man sie mal machen natürlich, falls man Bock hat. LV, Großkaliber, Schaft, schnell ziehen, Schnellfeuer, bei der Waffe, Leute. Bei denen muss man einfach übertreiben mit den Aufsätzen. Hier Großkaliber, Schnellfeuer, das ist einfach alles hier zu OP. Eigentlich spiele ich nie Schnellfeuer. Außer halt bei Pumpen und bei der Waffe. Also ist sie auch eigentlich ganz gut. Und ja, Nachbrenner, Plünderer, diesmal auch wieder kein C4. Habe ich mir gespart. Und das waren auch die Klassen, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Klassen helfen. Falls ja, würde ich mich drüber freuen. Und ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen. Abonnieren nicht vergessen. Und Leute, apropos abonnieren. Ihr seid derzeit unnormal krank, Alter. Ich habe schon die 800... Jetzt zurzeit habe ich 816 Abonnenten. Mein Ziel ist es, 1000 Abonnenten dieses Jahr zu schaffen. Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn ich das schaffe, Leute, bin ich unnormal glücklich. Und ich streame auch sehr oft, am meisten in den Wochenenden. Und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Würde mich echt freuen. Ja, kommentieren und das Bewerten nicht vergessen. Falls du neu bist, ein Abo wäre auch sehr nett von dir, Digi. Und ja, das war's von mir, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.